ist diese Ära zu Ende. Eine erfolgreiche Zeit mit 135 Missionen, von denen 37 allein dazu dienten, die ISS zu bauen und sie mit allen lebensnotwendigen Gütern zu versorgen. Zwei Missionen endeten tragisch. Dieses Schiff ist eine der wichtigsten Stationen, die Küche. Zugegeben, es ist kein 5-Sterne-Restaurant und um eine simple Dose zu öffnen, muss man sich an allen Ecken und Enden festklemmen, damit man sich nicht um die eigene Achse dreht. Doch für all die Mühsal und Entbehrungen entschädigt dieser Anblick, der sich nach 2 Tagen der Crew bietet. Die internationale Raumstation ISS. Was nun folgt, gehört zu den anspruchsvollsten und gefährlichsten Manövern in der Weltraumfahrt und verlangt der Crew alle Konzentration ab. Das Docking-Manöver. Soyuz und ISS rasen mit einer Geschwindigkeit von ca. 28.000 km pro Stunde um die Erde. Die Bodenkontrolle ist ständig in Kontakt mit der Crew, die das automatische Manöver überwacht und im Notfall manuell eingreifen kann. Ein Fehler hierbei kann katastrophale Folgen für die Mission und das Leben der Besatzungsmitglieder haben. Oder Weltraumschrott, die den Anzug beschädigen können. Im schlimmsten Fall käme es zu einem plötzlichen Druckverlust. Das Blut der Astronauten würde augenblicklich zu kochen beginnen. Jede Hilfe käme in diesem Fall zu spät. Ein Außenbordeinsatz dauert schon mal 6 Stunden. Über Versorgungsleitungen, die zum Mund führen, erhalten die Astronauten Nachschub an Flüssigkeit. Willkommen in der Cupola, dem wohl exklusivsten Aussichtspunkt, den das Universum auf unserer Erde zu bieten hat, in all ihrer Schönheit und Zerbrechlichkeit.